Herzlich willkommen zu unserem sechsten Mathe-Crashkurs zum Thema Rechnen mit Ebenen. Heute zeigen wir euch, wie ihr einen Punkt an einer Geraden mit Hilfe einer Hilfsebene spiegeln könnt. Zunächst ist der Punkt A gegeben mit den Koordinaten 1, 2, 1 und eine Gerade G. Gegeben ist der Punkt A und man will den Punkt A' rausfinden. Um den kürzesten Abstand des Punktes A zu der Geraden zu bestimmen, stellen wir nun eine Hilfsebene auf, deren normalen Vektor aufgrund der Orthogonalität der Richtungsvektor der Geraden entspricht. Dies ist der normalen Vektor der Ebene E. Somit ist der normalen Vektor der Ebene der Richtungsvektor von G. Damit hat der normalen Vektor die Koordinaten 5, 2 und 3. Zunächst haben wir hier eine allgemeine Koordinatengleichung. Setzen wir den normalen Vektor 5, 2, 3 in die allgemeine Koordinatengleichung. So erhalten wir die Ebene 5x1 plus 2x2 plus 3x3 ist gleich d. Um nun d herauszubekommen, setzen wir den Punkt A in die Ebene ein. Setzen wir die Koordinaten des Punktes A mit 1, 2, 1 in die Ebene ein. Sprich für x1 gleich 1, für x2 2 und für x3 die 1 ein. So erhalten wir d gleich 12. Die Koordinatengleichung lautet somit 5x1 plus 2x2 plus 3x3 ist gleich 12. Nun ist der Schnittpunkt von G und E gesucht. Um den Punkt F herauszubekommen, schneidet man die Gerade G und die Ebene E miteinander. Die Gerade G wird jetzt nun in ihre allgemeinen Koordinaten in Abhängigkeit von S zerlegt. Somit ist x1 1 plus 5s, x2 ist 0 plus 2s und x3 ist 1 plus 3s. Nun setzen wir x1, x2 und x3 in die Ebene ein. Es steht nun 5 mal, Klammer auf, 1 plus 5s, also x1, plus 2 mal x2, also 0 plus 2s, hier rein, und x3 in die letzte Klammer. Wenn man nun alles ausrechnet, kommt 38s plus ist gleich 4 raus. Gekürzt kommt dann S gleich 9,5 raus. Setzt man nun S in G ein, so bekommt man den Vektor F mit 48,5, 19 und 29,5. Gesucht ist ja der Punkt A'. Diesen erhält man, wenn man den Vektor A plus 2 mal den Vektor AF dazu addiert. Man setzt für den Vektor A die Koordinaten 1, 2, 1 ein und addiert den Vektor mit 2 mal den Vektor AF. Den Vektor AF bekommt man, indem man den Vektor F minus den Vektor A nimmt. Wir haben den Vektor AF sofort ausgerechnet und bekamen für ihn 47,5, 17 und 28,5 heraus. Addiert man jetzt nun den Vektor A und 2 mal den Vektor AF, so erhält man die Koordinaten 96, 36 und 58. Der Punkt A' lautet somit 96-36-58. Vielen Dank fürs Anklicken.